herzlich willkommen CutCon. Mein Name ist Legend Skyfall und in dem Video zeige ich euch das neue Update der Legend Bank. Denn die Server waren ja vor, beziehungsweise die Webseite und die ganzen Dienste der Legend Bank waren für 2 bis 3 Tage waren sie für euch nicht zugänglich, was natürlich auch einen Grund hatte, und zwar habe ich wirklich sehr viel verbessert und vor allem auch viele Neuerungen mit eingebaut. Die größte Neuerung erstmal an sich ist zur Legend Bank direkt zur Homepage. Nur wenn wir es direkt sehen, wenn wir sie unter legendbank.tk oder bank.legendskyfall.de aufrufen, sehen wir direkt, erstens werden wir gleich sehen, dass es sofort umgeleitet wird. Und also wirklich, wir haben wirklich eine enorme Verkürzung der Ladezeiten. Und wir sehen jetzt auch ein neues Design, eine neue Homepage mit neuem Design, hier oben auch mit dem neuen Slogan, beziehungsweise den Slogan haben wir ja schon länger, aber der ist noch nie wirklich zur Geltung gekommen. Jetzt ist er offiziell die Bank, die mehr auf CutCon kann, das ist die Legend Bank. Also, wir haben hier, wie man sehen kann, ein wirklich sehr schönes, modernes, neues Design bei der Legend Bank, und wir werden wir auch gleich sehen im Laufe, wenn ich es jetzt gleich alles euch zeige, sehen wir, die Ladezeiten haben sich extremst verkürzt. Und das war auch wirklich, gerade beim Kreditaufnehmen komme ich auch gleich dazu, warum es bei dem gerade so wichtig war, hat wirklich eine enorme Bedeutung, warum die Ladezeiten so kurz sein müssen. Wenn wir auf der Homepage sind, sehen wir direkt eine, bekommen wir direkt eine kleine Einleitung zur Legend Bank, so eine kleine Mini-Geschichte, sage ich mal, und sehen hier auch auf einem Überblick alle Dienste, derzeitigen Dienste im Überblick. Im Überblick von der Legend Bank, das was durchgestrichen ist, hier zum Beispiel die Anlagengrad, sind momentan einfach nicht nutzbar. Auf der rechten Seite, hier sehen wir direkt schon 2 Boxen. Die eine Box ist eine Box über Neuigkeiten. Jetzt zum Beispiel steht hier gerade drin, dass die neue Webseite online gegangen ist, dass wir eine neue Webseite haben. Und weiter unten ist dann die Werbung. Und hier unten kommen dann, kann ich mal ganz kurz zeigen, kriegen wir immer eine zufällige Werbung. Jedes Mal beim Aktualisieren sucht er sich eine neue Werbung aus. Das sind einfach eure Spielerwerbungen, die jeder eintragen lassen kann für ganz wenig Kaddis. Und so hat man hier auch wirklich einen schönen Dings, keine aufdringliche Werbung, aber trotzdem ist sie da. Und dafür bezahlt ihr das auf jeder Unterseite der Legend Bank, ist diese Werbung einsehbar. Früher war die ja nur beim Kreditaufnehmen und da hat man auch nicht wirklich drauf geachtet, man wollte nur seinen Kredit haben. Jetzt hier hat man wirklich auf jeder Seite, was überhaupt nicht aufdringlich ist und sogar noch nebenbei sehr schön aussieht, wie ich finde. Dann hat man noch die Möglichkeit hier, mich kostenlos zu unterstützen. Vorher sollte man natürlich den Adblocker ausschalten. Das ist aber jetzt nicht der Rede wert. Wir gucken uns jetzt das Kreditaufnehmen an. Wir sehen, wir wurden sofort weitergeleitet. Und das ist gerade beim Kreditaufnehmen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, von enormer Wichtigkeit. Denn wir hatten davor öfter mal das Problem, dass die Anfragen an unseren Server vom Kreditaufnehmen einfach zu lange gedauert haben. Und die teilweise dann nicht verfälscht wurden, aber die dann fehlerhaft ankamen oder auch gar nicht, weil oftmals die Leute dann gedacht haben, wenn ich sofort auf Kredit beantragen drücke, ist es sofort die Abfrage abgesendet. Nein, das ist nicht so. Ihr kriegt dann jetzt auch, was jetzt auch neu ist, beziehungsweise jetzt auch viel offensichtlicher ist, kriegt man jetzt hier auch immer den Status angemeldet, oder wenn ein Fehler, zum Beispiel wenn der Username falsch geschrieben oder der Username nicht existiert, weil er kein Premium-Account auf bei Mojang ist, bei Minecraft, wird es ja alles angezeigt. Also jetzt haben wir wirklich die enorme Verbesserung der Ladegeschwindigkeit und vor allem auch die an den Server dann verbessert. Wir kriegen auch hier dann jetzt direkt angezeigt, in welchem Rahmen wir denn überhaupt Kredit aufnehmen können. Hier zum Beispiel jetzt aktuell 300 bis 3000 Kadis. Ja, dann haben wir den Shop. Der hat sich nicht verändert, beziehungsweise jetzt vom Design möglichen her oder so her, der ist gleich geblieben. Die Vorstellung findet sich auch noch unter anderen Videos von mir. In Zukunft werden natürlich auch noch viele weitere Produkte da eingefügt werden, aber wirklich grundlegend daran habe ich jetzt erstmal nicht gebastelt. Widmen wir uns jetzt erstmal nochmal der Hilfe. Und zwar gibt es eine Übersicht über die häufig gestelltesten Fragen, auch FAQ, wenn man es auf Englisch sagen möchte, irgendwie so abgekürzt dann sagen möchte, gibt es hier praktisch wirklich so eine FAQ über die Legend Bank, und sind wirklich interessante Fragen, die auch
wo man auch wirklich mal öfters mal reingucken sollte, weil man ja nicht wirklich immer alles wissen kann über die Legend Bank. Wenn man die zum Beispiel, wenn man trotzdem noch eine Frage hat oder allgemein uns kontaktieren möchte, kann man das über Kontakt. Hier kriegt man Informationen, wie man uns kontaktieren kann. Und ja. Das grundlegende Update jetzt erstmal war natürlich die auf jeden Fall das Design und die Ladegeschwindigkeit. Das ist auf gar keinen Fall. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist wirklich ein enormer Fortschritt. Was sich aber jetzt auch grundlegend geändert hat, ist das Login. Das ist jetzt neu hinzugekommen. Das Admin-Login hat ja schon vorher existiert. War zwar ein bisschen versteckt, aber das ist immer noch für uns. Wenn man jetzt auf Login klickt, wird man erstmal zum Admin-Login umgeleitet. Wenn man sich als Kunde einloggen möchte, was ihr als Zuschauer ja sehr wahrscheinlich dann machen wollt, weil als Admin, ihr seid keine Admins und somit habt ihr auch keinen Zugang hierzu, müsst ihr hier klicken, kriegt ihr ein etwas anderes Login-Interface und ja, müsst jetzt hier als Nutzername euren Account-Daten hier eingeben. Wie ihr die bekommt, steht auch unter der Hilfe. In meinem Fall ist es jetzt hier Test und das Passwort genauso Test. Und wenn wir jetzt hier auf Login klicken, das Passwort ist übrigens noch nicht als, also das steht momentan noch als Klartext da. Wird natürlich jetzt noch geändert. Wenn wir jetzt hier auf Login klicken, werden wir sofort eingeloggt, wenn natürlich die Login-Daten stimmen. Und sind jetzt im Kundeninterface, im neuen Kundeninterface, was noch, sag ich mal, in der Beta-Phase ist, somit noch nicht so ausgereift ist, wie es vielleicht sein sollte. Also wir haben hier momentan noch etwa eine etwas nicht ganz so übersichtliche Funktion. Man muss sich erstmal ein bisschen reinlesen. Und zwar haben wir hier einmal die Cookie-ID. Wir arbeiten nämlich mit Cookies. Das ist mehr zum Debuggen für mich. Ja, Cookie-ID wird momentan angezeigt. Der registrierte Name, also dein Ingame-Name, sollte es zumindest sein. Dann Shop-ID und zurzeit verfügbares Guthaben, die mit NV abgekürzt sind, No Value, also keinen Wert haben. Was daran liegt, dass man diese beiden Funktionen hier erst freischalten muss und wie genau, das geht auch dann hier. Wenn man das dann freigeschaltet hat, sieht man dann hier seine Shop-ID. Gut, damit kann man selber jetzt nichts anfangen, aber das Interface schon, denn damit wird dann das Guthaben hier angezeigt, was man denn noch von den Banknoten übrig hat. Man hat ja so praktisch noch so ein Guthabenkonto, hat man ja beim LB-Shop. Dann gibt es noch die Kreditinformation. Das wird oftmals schon gewünscht, dass man denn ja, seine Informationen über den Kredit, über seinen laufenden Kredit anzeigen lassen kann. Und genau das wurde jetzt verwirklicht. Man hat jetzt eine Information über seinen laufenden Kredit. In dem Fall ist jetzt Name, über wen der halt aufgenommen wurde, Kredithöhe, wie viel man damals aufgenommen hat und wie viel man hier, 3450 Kadis, wie viel man dann zurückzahlen muss. Das ist dann mit Zinsen. Und dann hier sieht man nochmal den Zeitstempel, wann man den aufgenommen hat, beziehungsweise ja, wann man den aufgenommen hat. In dem Fall ist natürlich jetzt ein falsches Datum, also das nicht beachten. Aber ja, durch das Kundeninterface sieht man also seine ganzen Kreditinformationen. Die Anlagen gehen natürlich momentan noch nicht. Die sind ja auch noch momentan, der Dienst ist ja auch momentan nicht verfügbar. Und wenn man die Guthabenabfrage sogar noch freischaltet, sieht man sogar noch sein verfügbares Guthaben. Scrollen wir weiter runter, sieht man jetzt auch hier drei Buttons. Zum einen Papierverkauf, der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern können. Das machen wir mal im neuen Tab. Wurde jetzt etwas vereinfacht, sage ich mal. Man sieht jetzt nur noch den ungefähren Füllbestand der Verkaufskiste bei Bob Legend in Prozent. Da steht immer eine Doppelkiste. Und ja, ist jetzt zu 48% noch gefüllt. Hat einfach den Sinn, dass man hier praktisch schon auf der Website sehen kann, wie hoch der Lagerbestand noch ist von Papier. Gerade für Leute, die gerne mit Villagern handeln, also mit Dorfbewohnern, für die ist es sehr interessant. Und somit sparen die sich ein, somit könnten die sich praktisch ein unnötiges Login vermeiden. So könnten die ein unnötiges Login vermeiden. Weil wenn man dann zum Beispiel wirklich Papier gerade braucht, extra zu Bob Legend geht, also extra sich nochmal einloggen muss in Minecraft, dann zu Bob Legend gehen muss und dann sieht, oh, ist jetzt doch nichts mehr drin, kann man in Zukunft damit vermeiden, weil man dann sieht, es ist ja doch noch was drin oder ah, es ist leer. Ja, eine weitere Funktion ist das Guthaben aufladen, was natürlich momentan noch nicht geht, beziehungsweise erst dann gehen wird, wenn die Guthabenabfrage freigeschaltet wurde. Aber diese Feature muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Also auch wenn ihr das jetzt praktisch freischaltet, geht das noch nicht. Wird aber in Zukunft gehen. Wie das genau dann gehen wird, wird wahrscheinlich dann so sein. Man kriegt auf den Guthaben,
aufladen, gebe dann den Code von der Banknote ein und dann muss ich das noch manuell freischalten, weil das wirklich alles vollautomatisch ablaufen zu lassen, das ist mir dann doch zu riskant und das überlasse ich dann wirklich lieber dem LB-Shop automatisch, dem LB-Shop-System. Das passiert dann automatisch und hier möchte ich wirklich das dann nur manuell machen. Deswegen ist es dann etwas umständlicher für mich, für euch jetzt nicht, wobei ihr müsst dann natürlich etwa einen Tag warten oder so oder bis zum nächsten Tag halt, weil ich wahrscheinlich nicht immer, ich kann ja nicht den ganzen Tag online sein und immer eure Anfragen bearbeiten. Zumindest das hier zu Zeit verfügbares Guthaben wird aber dann vollautomatisch immer abgefragt werden. Dann gibt es noch die Funktion für Kunden, die Expresslieferung. Und zwar, wenn ihr eine Bestellung oder mehrere Bestellungen am Laufen habt, gerade beim LB-Shop, ist ja die Wartezeit, steht der immer da, standardmäßig 1 bis 2 Tage. So, wenn man jetzt aber sagt, man möchte, man braucht es eher schneller, kann man zwar nicht so, natürlich nicht sofort erwarten, dass es innerhalb 2 Minuten abgearbeitet wird, aber man kann, ich sag's mal, die Wartezeit auf etwa einen Tag oder wahrscheinlich oft sogar noch geringer halten, indem man nämlich eine Expresslieferung anfordert. Und zwar klickt man hier einfach auf Expresslieferung und dann wird sofort eine Echtzeitbenachrichtigung an mich gesendet und damit sehe ich, oh, der Spieler Test, beziehungsweise je nachdem, wie ihr registriert seid, zum Beispiel dann in meinem Fall den Legend Skyfall oder wie auch immer, hat eine Bestellung und die will er jetzt gern bearbeitet haben, komm mal online und bearbeite die, beziehungsweise der Server macht dann schon was im Hintergrund, dass ich dann nur noch wenig zu tun habe. Ja, wir testen das jetzt einfach mal ganz kurz und ja, Expresslieferung. Wenn du eine laufende Bestellung hast, kannst du als Kunde kostenlos eine Expresslieferung anfordern. Dein Expressauftrag ist soeben bei uns eingetroffen. Dies ist eine werbefinanzierte Funktion, du wirst nun umgeleitet. Ja, perfekt geredet und dann war es weg. Also wir werden hier praktisch immer wieder auf eine Adfly-Seite geleitet, nachdem die Anfrage wirklich angekommen ist bei unserem Server. Das dauert näher, das sind 10 Sekunden momentan eingestellt, damit wir auch wirklich sicher sein können, die Anfrage hat auf jeden Fall unseren Server erreicht. Klicken auf Werbung überspringen und schon sind wir wieder hier auf bank.legendskyfer.de. Somit wäre dann deine Anfrage, beziehungsweise die Anfrage dann von mir jetzt sofort an mich in Echtzeit angekommen. Die Bestellung und somit könntest du sie direkt bearbeiten, beziehungsweise viel schneller bearbeiten, weil ich sofort weiß, ah, da ist eine Bestellung noch offen, die du jetzt noch schnell bearbeiten sollst. Grundlegend jetzt also zusammenfassend nochmal ganz kurz gesagt, wir haben wirklich ein neues Design, ein neues modernes Design, was wirklich davon profitiert, dass es erstens hübsch natürlich aussieht und zweitens auch wirklich entscheidend ist, wir haben wirklich sehr kurze Ladezeiten nur noch. Und wie man kann hier sehen, man kann jetzt switchen in fast nicht mal in wenigen Millisekunden. Das ist echt grandios. Und auch das Einloggen funktioniert echt fabelhaft. Also wenn man hier sehen kann, kann hier wirklich sofort, ist man drin eingeloggt, man kriegt sofort alle Informationen ausgezeigt, selbst das, was aus der Datenbank ausgelesen wird, das haben wir wirklich programmiertechnisch gut gelöst, auch vor allem mit den Cookies. Wir nutzen zwar Cookies, aber man sieht ja auch hier, also die sind wirklich nur hier für die Übergabe des Namens und dann auch hier für die Daten und Datenbanken. Ja, das war es dann erstmal soweit, das natürlich. Achso, nee, ich wollte noch die zusammenfassen. Also, wie gesagt, das neue Design und hier das Login, beziehungsweise hier Admin-Login, aber das ist nicht für euch, sondern hier eher das Kunden-Login. Ja, das war es dann auch erstmal schon mal soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, das Update der Legend Bank wird euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!